Anhänger zu sein, wie es in allen anderen. Explodieren die 80.000 im Fußballstadion von Montevideo. In wenigen Minuten werden wir wissen, wie der uruguayische Fußballmeister heißen wird. Paysandú oder Montevideo. 80 Minuten lang liegt Montevideo mit 1:0 in Führung. Doch jetzt sieht es so aus, als ob den Ballartisten aus Paysandú der Ausgleich gelingt. Angriff über die rechte Flanke. Gefährlich. Der Ball bei den Halblinken Fernandes. Und jetzt Schuss aus vollem Lauf. Und